Im Rahmen einer digitalen Barrierefreiheit sind Inhalte so zu gestalten, dass sie auch für sehr eingeschränkte Menschen zugänglich sind. Hierbei gibt es viele Aspekte zu beachten, auf welche ich hier nicht allumfassend eingehen kann. Ich möchte aber anhand von ein paar Beispielen aufzeigen, worauf man achten sollte. Um ein paar dieser Aspekte aufzuzeigen, haben wir eine fiktive Internetseite gebaut, welche man draußen im Netz nicht finden wird. Muss ich also stark vergrößern, bleibt mir nichts weiter, als die Inhalte, die ich lesen möchte, wie ein Handscanner abzutasten. Will man sich zum Beispiel orientieren und kommt auf das Menü, dann klappt das automatisch auf und ich habe dann zwar die Informationen aus dem Menü, aber der Rest vom Bildschirm ist verdeckt und das erschwert bei Vergrößerung tatsächlich die Orientierung. Und dann stellt sich mir jetzt die Frage, wie komme ich wieder zurück? Ich kann das Menü nicht mehr einklappen und auch mit Escape kann ich das Menü nicht verlassen. Ich komme auf die ursprüngliche Webseite lediglich zurück, wenn ich links neben das Menü klicke. Und das ist keine optimale Gestaltung. Durch Animationen wie Laufschriften oder ein derartiges Karussell sollen sich den Nutzern Inhalte möglichst schnell erschließen, sodass sie diese nicht einzeln anklicken müssen. Es ist allerdings so, dass, wie man hier sieht, die Inhalte sehr schnell wechseln, sodass es sehr schwierig ist, deren Inhalten zu folgen, insbesondere wenn man auf Schriftvergrößerung angewiesen ist und nicht überfliegend lesen kann, ist es sehr, sehr aufwendig, anstrengend und zeitwierig, bis sich die Inhalte erschlossen haben. Erforderlich wäre hier, dass man dieses Karussell mit einem Mausklick anhalten kann, was nicht funktioniert. Das ist ein klarer Regelverstoß. Eine bessere Darstellung, was das Größenverhältnis anbelangt, habe ich hier. Hier sind die Angebote und die weiteren möglichen Anwendungen in einem Verhältnis, das ich vergrößern kann, aber nicht so schnell den Überblick verliere. Allerdings ist auch hier nicht alles in Ordnung, wenn man sich den linken Button anschaut, welcher zum Angebot führen soll, welcher hier lediglich durch eine sogenannte Schriftgrafik eingeführt wurde. Bin ich auf eine starke Vergrößerung angewiesen, verpixelt sich zumindest die untere Schrift zunehmend und es gibt viele Menschen, die auf eine derart starke Vergrößerung angewiesen sind, was zur Folge hat, dass sich der Inhalt hier nicht mehr erschließt. Besser gelöst wurde dies auf der rechten Seite. Hier wurde die Schrift im Quellcode des Buttons mit eingebettet. Sie wird zwar auch hier etwas undeutlicher, bleibt aber weiterhin erkennbar. Zuletzt möchte ich noch auf das Thema Kontrast eingehen. Viele Menschen sind auf sich gut voneinander unterscheidende Kontraste angewiesen. Das ist mit dunkelblauer Schrift auf schwarzem Untergrund hier nicht der Fall. Und wenn ich jetzt einen dieser Links anklicken will, dann sieht man, dass der Kontrast noch schlechter wird, in diesem Fall auch nicht gut gelöst.